So! Hallo Leute. Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt, das wir machen. Miedekraft Survival nennt sich das. Ich habe mir das gerade ausgedacht. Wir spawnen einfach. Also zieht euch das rein. Das ist echt innovativ, ja? Also echt nicht lachen, bitte. Wir spawnen auf einer random generierten Map schon mal. Das ist schon mal ein neues Feature. Also wirklich, die Map ist random generiert. Das ist bei Minecraft, das muss man sich mal überlegen, ja? Das ist schon 1.8. Und dann muss man da im Survival-Mode, den habe ich dazu programmiert, da kriegt man Schaden und hat Hunger und so richtig krass. Da muss man dann überleben und Sachen, Blöcke abbauen und Sachen craften. Und ich dachte mir, das geht jetzt in die Closed Data und da spielen wir jetzt einfach. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht, ich bin geschockt über diese Innovation. Ne? Ja, es ist schon ziemlich krass. Nein, weißt du, was ich gerade machen wollte? Ich wollte gerade die Tür zumachen. Wenn du sie abbaust. Okay, wir haben letztes Mal Dropper gespielt und Dropper abgeschlossen. Denn wir spielen gar nicht Survival, wir spielen Diversity 2 und das nächste Level ist, wie gesagt, Survival. Das heißt dann die Challenge, wir sollen 6 verschiedene Items, Pi mal Daumen, craften und letztes Mal haben wir, letzte Stunde wollte ich jetzt schon sagen, im Unterricht. So, meine Kinder, letzte Stunde haben wir unter den Tisch gesetzt und mein Cock geblowt. Nein, was soll ich jetzt sagen? Wir haben 2 Items gecraftet. Wir haben nämlich den Kürbiskuchen uns gemacht aus Kürbiszucker und Dingens. Ja, Eiern. Dingens. Eiern. Richtig. Da hatte ich das Rezept sogar noch im Kopf. Das macht mich sehr stolz. Und wir haben ein Amboss gecraftet. Da haben wir ganz viel Eisen gefarmt und dieses Mal wollen wir angeln gehen. Ich habe nämlich 3 Strings. Oh, das ist ja schön. Ich wollte gerade vorschlagen, Strings holen zu gehen, aber okay. Die Frage ist jetzt natürlich, wie crafte ich mir eine Angel? Ey, guck mal, ich habe einen Angelplatz gefunden. Wie crafte ich mir eine Angel? Aber bevor ich dir das erkläre, gibst du mir einfach das Zeug. Du brauchst übrigens nur 2 Strings für eine Angel, das ist ganz cool. Okay. Hier, there you go. Das waren 3 okay. Diagonal und 2 an der rechten Seite runter, bevor du das hinbekommen hättest. Ja, hast du noch einen Stein? Ich bräuchte nur einen einzigen Cobblestone. Los, Kleinstein, ich will dich! Okay, wir gehen angeln, aber wir gehen hier nicht im Haus angeln, weil ich muss ja Bildungswerte vermitteln, so in meinem Let's Play. Also an der frischen Luft angelt der Gamer heutzutage. Wir brauchen einen Salmon, also einen Lachs, und den müssen wir kochen. Das ist unsere nächste Challenge. Also ganz viel Angelspaß. Ach, und ich gehe dann gleich mal tauchen, weil wir brauchen Black Stained Glas und das kriegt man halt durch 8 Glas. Und einen Tintensack. Und den Tintensack hole ich mir dann mal. Also entweder das ist irgendwo hingedroppt, wo ich es nicht sehe, oder ich war zu langsam. Also nochmal. Ja, da wächst der erst einmal zu langsam. Ich habe mir jetzt einen Platz im Inventar freigemacht, dann sehe ich, ob was... Ach, da kommt so ein Wasserding hin, jetzt sehe ich es erst. Ja, das ist... LOL, hab erster Versuch. Hab einen Lachs. Nice. Okay, pass auf. Dann tue ich den jetzt in den Ofen gleich. Nee, das ist nur... So rein in den Ofen. Ich suche gerade einen Thaddäus. So, und den esse ich jetzt, den Lachs. Ja, gute Idee. Ja, ne, mache ich immer so. So, hast du schon Sand gefarmt? Dann mache ich das nämlich gleich. Nee, ich hab schon 8 Sand. Du kannst ja mal mit auf die Suche nach so einem Tintenfisch gehen. Cocked Salmon collected. So, die Frage ist jetzt natürlich... Zucker brauchen wir nicht mehr, das haben wir schon, den Kuchen. Die Frage ist jetzt natürlich, warte, ich mute mich mal kurz, dann kann ich meine Nase hochziehen. So, genau so hat sich's angehört. Dann laufe ich jetzt mal hier um die Insel rum und suche mit dir nach einem Tintenfisch. Einem Tintenfisch. Was brauchen wir denn außer den Glas dann noch? Den goldenen Apfel, das weiß ich. Ach, und diesen Fire Charge. Den goldenen Apfel und Fire Charge. Das dürfte es dann eigentlich schon gewesen sein, wenn ich es richtig weiß. Das Einzige, was... Ich meine, für goldenen Apfel müssen wir einfach nur farmen gehen. Aber Fire Charge wird halt ein bisschen... Also ja, entweder... Wir haben mal nachgeguckt, man braucht ein... Ja, Creeper, ja. Gunpowders haben wir. Genau. Man braucht noch irgendwas anderes, was auch ganz leicht ist, was man bekommen kann. Und
dann und halt, halt noch Blaze Powder, aber das wird Blaze Powder. Und da hoffen wir halt, dass wir das, dass wir dafür bitte nicht in die Hölle gehen müssen, sondern das irgendwo in der Kiste finden. Du, ich muss gerade ganz ehrlich sagen, hier sind keine Squids, ne? Das ist kacke, vielleicht muss ich ein bisschen weiter rausschwimmen. Weiß ich nicht, die... Ja, ich weiß schon warum. Weil hier einfach warum? Natural Spawning angestellt ist und die Squids, die spawnen halt irgendwann, wenn sie Lust drauf haben. Also das ist ja, die ist ja nicht vorbearbeitet, die Map. Da sind ganz viele. Hast du? Dann bringen wir welche um. Aber sie sind halt sehr weit draußen. Ich weiß übrigens überhaupt nicht, wie viele man braucht für Glas. Da habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Das ist schon. Ich weiß, aber man braucht eines. Über meiner Version. Acht Glas. Und dann um den. Ja, man um muss das drumherum Ding packen rum. Und in der Mitte dieses schwarze Ding. Hier ist übrigens ein Schaf mit grauer Wolle. Cool. Ich habe gleich 3 Inksacks aus einem rausbekommen, so, aber jetzt darf ich halt wieder nach Hause schwimmen. Das, ist Glas so cool. Haben wir auch schon erledigt. Dann Golden Apple, Fermented Spider-Eye war noch, Comparator, Fire Charge. Also am Ende... Fermented Spider-Eye ist ein Spinnenauge, ein Zucker und noch irgendwas. Also Zucker haben wir auf jeden Fall. Wir haben Anvil, Cooked Salmon haben wir, Pumpkin Pie haben wir, Golden Apple muss ich farmen, Blackstain Glas haben wir gleich. Für Fire Charge. Haben wir Gold in diesem hier in diesem Raum, wo wir auch das Eisen farmen konnten? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist nämlich ganz cool. Aber es wäre fast zu einfach, würde ich vermuten. Aber ich guck kurz. Ich bin bloß zu weit gehüpft. Ansonsten fürchte ich, müssen wir halt farmen, aber zur Not, wenn es mich zu sehr aufregt, ich habe ein X-Ray Texture Pack vorinstalliert. Und das werde ich auch ganz ehrlich bei jeder Challenge so halten, die mich aufregt, weil ich bin ja nicht hier, um Survival zu spielen. So. Ich bin dumm. Wow. Na gut, ich grab mich hoch, ist gut. Ihr habt mich überzeugt, ich sollte das nicht mit Wasser machen. Ich bringe mich nur selber um. So. So. Tada. Einmal so. Ach, wir brauchen noch einen braunen Pilz. Ein Spinnauge, ein Zucker und einen braunen Pilz. Da kann ich dir einen mitbringen, glaube ich. Weiß schon, wo ich einen finde. Das ist cool. Also ich meine mal, einen gesehen zu haben. Aber ich verspreche dir jetzt mal nichts. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich einen finden könnte. Theoretisch, unter Umständen. Eventuell. Und den Apfel haben wir ja Gott sei Dank schon. Das sind Rosenbüsche. Herr Spinnitz. So, jetzt habe ich diese 8 Glas. Gedamaged. Mach mal das so. Nee. Eins in die Mitte. Doch nicht. Oh, mir fehlt ein Glas. Okay, scheinbar doch nicht. Keine Ahnung. Black Stained Glass. Dann habe ich da was verwechselt. Dann tut's mir leid. Nee, ich dachte eigentlich, in diesem Untergrundding hätte ich eine Blumenvase mit Pilzen. Eine Blumenvase mit Pilzen gesehen. Jetzt haben die das bei mir überhaupt nicht mitbekommen. Na egal. Ja. Ja. Nicht so wichtig. Naja, oder ist Lava. Oh Gott. Warte mal, ich platziere meine Redstone-Fackel. Weil eine normale habe ich nicht. Das ist eine Lore mit TNT. Brauchen wir zufällig TNT? Nee. Okay. Aber es wäre gut, wenn du eine Lore mit TNT finden würdest. Du bist aber ein winziger Winzbold. Ja. So, Ja, wir suchen... Also ich suche... Was ist Lapis? Das suche ich nicht. Warte mal, ist das da unten Gold? Oder ist das... Oder soll das... Wir haben mal wieder die Welt gerettet. Haben wir? Ja, hier. Save the world. Verstehe nicht. Mach da eine kleine Alex, bist ja ein bisschen dumm. Stimmt. Das hat meine Mutti auch gesagt. Nee, das ist Bedrock hier. Hätten wir eventuell... Okay, nicer Lichtbug. Ach, wir brauchen noch einen Comparator. Was wir brauchen vor allem ist eine Dia-Spitzhacke. Oder kann ich mit meiner Goldspitzhacke... Nee, kann ich nicht. Nee, aber eine Dia-Spitzhacke. Wofür? Obwohl, nee, brauchen wir überhaupt nicht. Wir brauchen nur ein Lava... Nee, passt schon. Wo? Also du meinst für Obsidian, ja, ne? Ja, wir müssen noch in Nether.
Naja, ich Fuck, halt ich immer bin noch so die ein Nerven an. Idiot. Ich habe schon mindestens zwei Lavaquellen zugebaut und wir brauchen noch so viele. Egal. Du weißt ja, wie man Portale gießt, ne? Das darfst du machen, weil ich Ja. hänge mich an sowas immer auf. Also für diese Advanced Minecraft-Sachen bin ich da immer noch ein bisschen zu unadvanced. So, da sind Lohen, nicht Loren. Tut mir leid. Hier wäre ganz viel Obsidian. Ravine Wie Overlook. jetzt? Lohen oder Loren? Loren, nicht Lohen. Lohen Okay. ist Quatsch. Hier sind Golddruckplatten, die kann man aber bestimmt nicht zurückcraften. Da ist nochmal ein Lava-Becken, das ist ganz viel. Okay, Lava werden wir sicher brennen. Okay, wir müssen so oder so in den Nether. Vergiss es, wir brauchen für einen Redstone-Comparator ein Nether-Quarz. Hier sind Nethersteine, okay. Soll ich mal wieder zu dir runterkommen? Warte mal, warte mal. Weil ich habe eine Eisenspitzhacke bei. Die habe ich auch, eine Goldspitzhacke habe ich auch. Angeber. So, wer hat das? Okay, hier sind ganz viele Nethersteine. Ich weiß zwar nicht, was die bringen. Ich will auch nicht so viel Lava zubauen, um ehrlich zu sein. Aber ich habe Angst, dass ich da wieder reinfalle. Und dann bin ich Ach wieder so, verdammt falsches tot. Loch. Ja, hat deine Bin Mutti schon ja wieder auch in gesagt. Alex Loch gelandet. Oh, ich habe was entdeckt. Sag mir bitte, dass wir nicht in den Nether müssen, sondern du gerade das Zeug entdeckt hast, was wir brauchen. Das will ich jetzt nicht so behaupten, aber ich habe ein Portal eventuell fast entdeckt. Wenn wir einen einzigen Obsidian Ah. farmen, dann könnten wir das benutzen. Okay. Da, oder wir gießen's. Komm mal zu mir. Ich Ich muss dir komm mal mal was zu dir. zeigen. Oh. Hilfe, ich habe Angst. Was ist denn das für eine Survival-Map? Warte mal, ich erkunde mal hier noch so ein bisschen. Hier sind nämlich Minengänge. Wo führen sie hin? Wo Okay, führen sie hin? ich komme. Okay. Alter, was ist das denn für ein Untergrundnetzwerk? Da kann man ja jahrelang drin rumlaufen. Wo bist du Das ist denn? ja mehr Verwirrung als Hilfe. Ja, ich komme dir gleich entgegen. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Ah, ich sehe So. deinen Namen da Ja, komm mal unten. runter. Und dann komm mal hier in den Okay. Eingang. Welche Ebene? Ach, Ja, egal. ganz unten, da wo halt diese. Fast ganz unten. Nee, ist ganz unten. So, ich weiß es gar nicht. Musst du mal gucken. Okay, aber kann mich erinnern, dass da mal Lava war. Die hast du natürlich netterweise zugebaut. Ja, die habe ich weggebaut. Deswegen habe ich mich ja gerade vorhin beschwert, dass ich dumm bin. Ganz Aha. unten, okay. Bin ganz Alter, hier ist unten. ein U-Bahn-Schacht. Wollt ihr mich verarschen? Hier sind Knöpfe. Hier ist so Hoch, viel Jus, Zeug. Obsidian. Ja, nee, pass mal auf. Komm mal hierher, wo ich bin. Wo bist du denn? Oh, ich bin doch eins Ach, weiter da! oben. Okay, ja, du hast mich getrollt. Research Facility. Alter, was soll das denn sein hier? Richtig krass. Nee, aber ich will dir was zeigen. Da wirst du dich freuen, dass wir kein Netherportal gießen müssen. Warte mal. Oh, warte, hier ist Redstone. Erstmal abbauen. Gibt Level. Was Was? ist Ich das? weiß nicht, aber hier ist ganz viel davon. Hier sind übrigens noch so Druckplatten. Ich nehme die mal mit, weil die sind golden. Da kann ich so tun, als hätte ich Gold gefunden. Und jetzt lauf einfach mal ganz nach geradeaus. Ich habe mich da nämlich schon durchgebaut. In diese Do Not Entry-Schilder einfach mal ignoriert. Oh nein, ich kenne dieses Gebiet. Ich hab's im Trailer gesehen, aber ich hatte Angst davor, es zu finden. Was muss man da machen? Ja, das ist ein Weg, Alex. Ja, ich, schon, aber warum? Wir können es doch auch Da wir gießen. müssen in dieses. Ja, trotzdem, wir müssen da wahrscheinlich rein. Nö. Und dafür bräuchten wir eine Diaspitzhacke, weil eine Ebene drunter ist Obsidian. Oder hier ist auch Obsidian, von Hä, mir aus. wir brauchen einfach einen Wassereimer, Cobblestone und Lavaeimer. Mehr nicht. Ja, gut, okay. Ist auch wieder. Ist das Strip Mining? Weiß ich, nee, die waren schon. Ja, aber hier ist Eisen Ich und weiß so. schon, Aber gut, hast du okay, Eisen Kohle braucht man nicht. dabei? Nö. Pass mal auf, wo Bin man da natürlich rauskommt, ohne. wenn man sich hier durchgräbt. Da kommt man nämlich auch in so einem Okay. U-Bahn-Schacht raus. Aber ich glaube, Krass. das ist eher irreführend. Pass mal auf, wir gießen uns jetzt so ein Portal. Geh du mal, grab du das schon mal aus und ich gehe mal in den Eimer Wasser holen, eventuell. Okay, warte, ich muss mir dafür mal ein bisschen Cobblestone mitnehmen. Und ich brauche Eisen, und zwar drei Oh, und Stück eventuell. hier ist ganz viel Kohle. Hast du eventuell Sticks? Nee, habe ich nicht. Warte. Aber ich bräuchte ein Eisen. Hast du zufällig Eisen? Ah, da. Ja, ich habe gerade eins abgebaut, Danke. aber es ist halt ungeschmolzen. Er macht ja nichts, das kann ich ändern. Ja, So. wo bist du? Hier, da, dir. Hallo. Hab schon. Ja, War nee, gut. nimm. Okay.
Bitte nicht schlagen. Ich geh da schon mal hin. Ich renne. Obwohl, ich glaube, ich baue den Weg sicherer. Nee, musst du nicht. Bau einfach ein Portal. Ich sehe es aber, dass wir da runterfallen mit dem Obsidian-Block. Hä, nee, ich fall da doch nicht rein. Ich bin Achso, ja, richtig, wir sind ja außerdem. Wir wollen eins gießen, da müssen wir das nicht sehen. Eben, richtig. Aber wir wollen ja trotzdem rüberkommen. Nö. Erstmal. Also ich nicht. Achso, na dann. Ja, okay. Ne? Haben wir das auch geregelt. Muss ich da lang? Light. Ja, da muss ich lang. So, Alter, das ist so eine. Das ist doch keine Survival-Map. Also, es ist schön, aber. Wir können abbauen und so. Es ist schön, aber es ist furchtbar verwirrend gerade für mich. Oh, es ist übrigens dunkel. Das ist schön. Dann gucke ich mal, ob da Spinnen gespawnt sind. Ah, ja, richtig, wir brauchen Spinnenaugen. Ja. Don't forget. Brenny, Brenny, er ist schlau, tolerant. Brenny, Brenny. Aber ich hoffe, dass wir. Bitte schnell das Zeug kriegen, was wir haben wollen, weil, um ehrlich zu sein, will ich jetzt im Survival nicht mein ganzes Leben verschwenden, weil die nächste Rubrik ist Puzzle und ich weiß, da werden wir noch länger brauchen. Und Survival ist jetzt nicht so das Spannendste zum Angucken. So, pass mal auf, sind hier Spinnen gespawnt schon? Nee, ist gar nichts. Stimmt, Survival ist nicht so spannend, deswegen schaust du halt auch keiner auf YouTube, ne? Ja, gut, das widerspricht jetzt vielleicht, aber ich finde es unspannend. Ja, es ist halt. Es ist Diversity 2, da musst du jetzt nicht da unbedingt. Da muss man nicht unbedingt survival, ne? Ja, gut. Nee, es ist schon ein schönes Element von mir aus, aber muss ich jetzt nicht. Also, ich muss es jetzt nicht haben unbedingt. Stained Glass haben wir schon gemacht. Dann. Kohle ist schon drin. Dann mache ich mal Eisen da rein. Haben wir hier schon Eisen? Erz, hier ist eh schon 4 Stück. Ciao, passt doch. Ein Wassereimer dürfte reichen, oder? Ja, klar. Reicht. Oder was sagt der Dadi-Mann? Ein Wassereimer reicht, ja. Ja, ein Wassereimer reicht. Gut, dann komme ich mal zu dir.